Vorwort des Sprechers. Wenn ich das kleine Werk von Josef Pieper über Muße und Kult im Jahre 2016 als Hörbuch verbreite, so darf man eine Antwort auf die Frage erwarten, warum soll ich mir die Gedanken des westfälischen Philosophen Pieper fast 70 Jahre später noch einmal anhören? Gilt nicht das harte Wort, wir leben heute, also auch wir philosophieren und denken heute? Das ist richtig, das will ich auch nicht in Frage stellen, aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann wieder eine tiefe Wahrheit sein, also könnte auch wahr sein, die Gegenwart ist die Aufbewahrung aller Vergangenheit, sowohl in der Natur wie in der Kulturgeschichte. Die Naturgeschichte bewahren wir in unserem Sein auf, die Kulturgeschichte in unserem Bewusstsein. Und so will ich das eine tun und das andere nicht lassen. Ich will das Vergangene vergangen sein lassen und es zugleich gegenwärtig setzen. Die These des Werkes von 1948 ist leicht auszusprechen. Die Muße ist das Gegenteil von Arbeiten und erst die Muße macht den Menschen ganz zum Menschen. Zwar gehört auch das Arbeiten zum Menschen, aber das Arbeiten hat ein Ziel, das den Menschen von sich wegführt, während das Ziel der Muße im Menschen selbst liegt. Die Muße führt vor den Sündenfall zurück, denn erst ab dem Fall Adams und Evas gibt es das harte Wort aus Genesis 3, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. So sehr die Arbeit segensreich sein kann, so sehr ist sie aus einem Fluch geboren. Den Menschen in Deutschland 3 Jahre nach dem Ende des Großen Krieges die Muße zu empfehlen, war eine mutige Tat. Man könnte sie auch antizyklisch und prophetisch nennen. Schließlich wollte der Zeitgeist alle Kräfte gebündelt wissen zum großen Werk des Wiederaufbaus, zur Auferstehung aus den Ruinen des Weltkrieges und zur Grundlegung des deutschen Wirtschaftswunders. Aber Pieper warnt vor dem Anspruch der totalen Arbeitswelt, wie er es nennt. Das meint nicht nur eine Arbeitswelt, die Böse einmal in der Zukunft heraufziehen kann, sondern er warnt vor einer schon bestehenden totalen Welt, die im braunen Reich der Nazis wie im roten Reich der Bolschewiken längst brutale Wirklichkeit geworden ist. Nicht anders übrigens hätte Pieper wohl auch über das kapitalistische Amerika gesprochen, wenn es ihm in den Sinn gekommen wäre. Aber 1948 lagen seine Amerikareisen noch in der Zukunft. Die Baugestalt aller 3 politischen Systeme ist die Unfähigkeit zur Muße, ist die Unwilligkeit, sich etwas geben zu lassen, ist der Wille zum Selbermachen. Diese Unfähigkeit zur Muße kommt in der Trägheit in der Arkadia zum Ausdruck, wie die Alten sagten. Der Mensch will nicht sein, was er ist zu träge, sein Sein anzuerkennen, das vor allem in der Geschöpflichkeit besteht und damit in dem Gabecharakter des Lebens. Lieber will der moderne Mensch sich und seinen Lebensunterhalt sich selbst verschaffen, als dafür dankbar zu sein. Das moderne Leben hat eben seinen Sinn in einem nicht erreichbaren Ziel, was natürlich den Sinn zum Unsinn macht. Oder hat das Ziel im Konsum, was ein anderer Ausdruck ist für das Überleben wollen. Die modernen Gesellschaften sind darwinisch geprägt, weil sie nach dem Survival of the Fittest eingerichtet sind, aber damit sind sie auch sinnlos und ziellos, da niemandem das Überleben gelingt. Das Ziel wird nicht erreicht, deshalb ist der Freitod und die Euthanasie die verborgene Signatur dieses Treibens, das ein Ziel im vermeintlich besseren Leben hat, aber im Niemandsland des Nichts endet. Das ist der moderne Nihilismus, der an allen Herzen nagt. Josef Pieper hat ein feines Gespür für diesen überall in der Moderne wuchernden Nihilismus. Er hält dagegen und leistet Widerstand, indem er auf die Muße setzt, auf die Besinnung, die sich das Ziel nicht erobern will, sondern dass es sich schenken lassen will. Ich weiß nicht, ob Pieper viel gehört worden ist oder ob er heute wieder gehört werden kann. Seine Wirksamkeit de facto untersuche ich nicht, aber sein tatsächliches Recht haben de jure, das will ich untersuchen und darstellen. Wenn man Gott als diejenige Wirklichkeit versteht, die mich ergreift, und die Natur als diejenige Wirklichkeit, die ich ergreife, so besagt Piepers These einfach dieses. Die mußelose Neuzeit wollte Gott beiseite setzen, um sich der Natur in ungezügeltem Zugriff zu bemächtigen. Das heißt, um sich durch Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Pädagogik und Psychologie und vieles andere die Welt zu erobern. Der Erfolg war auch ungezügelt, nur ist er eben nicht dauerhaft. Wir werden immer noch ergriffen, im praktischen Leben durch Geburt und Tod, durch Krankheit und Leiden und im theoretischen Leben durch die Erkenntnis von der Grenze der Wissenschaft.
Das riesige Wachstum im endlichen Leben hat eben nicht zur Eroberung des unendlichen Lebens geführt, also nicht die Abschaffung des Todes gebracht, wie Descartes es uns 1637 versprochen hatte. Also ergreift uns die Wirklichkeit immer noch, und in der Muße haben wir die Gelegenheit der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist und uns ergreift, also Gott zuzustimmen. Ende des Vorwortes. Am 12. Juli 2016, Josef Pieper, Muße und Kult, aus dem Jahre 1948. Erstens, Muße als Fundament der abendländischen Kultur. Wie die Meister der Scholastik deren Articuli anzugehen pflegen mit dem Videtur quod non, beginnen wir mit einem Einwand. Er lautet folgendermaßen: Es scheint nicht die rechte Zeit zu sein, von der Muße zu reden. Wir sind doch dabei, ein Haus zu bauen. Wir haben die Hände voller Arbeit. Ist nicht, bis das Haus fertig ist, die äußerste Anspannung aller Kräfte das Einzige, was Not tut? Dieser Einwand wiegt nicht leicht. Wofern aber mit dem Bauen über die Wahrung des nackten Lebens und über die Stillung der äußersten Notdurft hinaus auch die Neuordnung des geistigen Besitzstandes gemeint ist, so muss aller Argumentierung im Einzelnen voraus und zuvor geantwortet werden: Gerade der neue Anfang, just die neue Grundlegung sind es, die eine Verteidigung der Muße notwendig machen. Denn eines der Fundamente der abendländischen Kultur, und nehmen wir vielleicht allzu verwegen einmal an, jener Neubau werde in abendländischem Geiste geplant, eine Annahme so sehr bestreitbar, dass man geradezu sagen kann, eben dies und nichts anderes stehe heute zur Entscheidung. Eines der Fundamente der abendländischen Kultur ist jedenfalls die Muße. So steht es schon zu lesen in der Metaphysik des Aristoteles in ihrem ersten Kapitel. Und auch die Wortgeschichte hält eine ähnliche Auskunft bereit. Muße heißt griechisch Skolle, lateinisch Schola, deutsch Schule. Der Name also, mit dem wir die Stätten der Bildung und gar die der Ausbildung benennen, bedeutet Muße. Schule heißt nicht Schule, sondern Muße. Freilich, dieser ursprüngliche Begriff Muße ist in der programmatischen Mußelosigkeit der totalen Arbeitswelt ganz und gar unkenntlich geworden. Und um den Blick frei zu bekommen für das Wesen der Muße, ist der Widerstand, unser eigener Widerstand, zu überwinden, der aus der Überbewertung der Arbeitswelt stammt. Man arbeitet nicht allein, dass man lebt, sondern man lebt um der Arbeit willen. Diesen Satz versteht jedermann unmittelbar. In ihm ist ja die landläufige Meinung ausgesprochen. Es fällt uns schwer zu bemerken, dass hier die Ordnung der Dinge auf den Kopf gestellt ist. Wie aber werden wir antworten auf den anderen Satz, wir arbeiten, um Muße zu haben? Werden wir zögern zu sagen, hier in der Tat sei die verkehrte Welt und die auf den Kopf gestellte Ordnung präzise zu Worte gebracht? Muss nicht dieser Satz den Menschen der totalen Arbeitswelt als geradewegs unmoralisches erscheinen, gerichtet gegen das Grundgesetz der menschlichen Gesellschaft? Nun, wir haben hier nicht zum Zwecke der Verdeutlichung ein abstraktes Paradigma konstruiert, sondern jener Satz ist wirklich einmal formuliert worden, und zwar von Aristoteles. Dass gerade er, der nüchterne und vermeintlich so ganz und gar werktägliche Realist, so gesprochen hat, gibt dem Satz ein besonderes Gewicht. Übrigens lautet die in wörtlicher Übertragung so: Wir sind unmüßig, um Muße zu haben. Unmüßig sein, das aber ist eben für den Griechen das Wort für die Geschäftigkeit des Werktages, nicht bloß für seine Unrast, sondern für das werktägliche Tun selber. Die griechische Sprache hat hierfür nur diesen negativen Namen Unmuße, Ascolia, nicht anders denn die lateinische Negotium. Und der Zusammenhang, in welchem der aristotelische Satz von der Muße sich findet, wie auch der andere aus der aristotelischen Politik, die Muße sei der Angelpunkt, um den sich alles drehe, der Zusammenhang scheint zu zeigen, dass hier nahezu Selbstverständliches ausgesprochen wird, sodass zu vermuten ist, der Grieche würde unsere Maxime vom Arbeiten um der Arbeit willen gar nicht habe verstehen können. Wird es andererseits uns nicht schon jetzt deutlich, dass wir keinen unmittelbaren Zugang mehr besitzen zu dem ursprünglichen Begriff der Muße? Es muss hier nun der Einspruch erwartet werden, was geht uns heute untersuchen und darstellen? Aristoteles an. Wenn man Gott als diejenige wirklich bewundern steht, aber wie sollte sie uns irgendwie verpflichten? Hiergegen könnte man zu bedenken geben, dass sich an den aristotelischen Gedanken von der Muße
etwa die christlich-abendländische Lehre von der Vita Contemplativa angeknüpft hat. Man könnte sagen, hier habe die Unterscheidung zwischen den Artes Liberalis und den Artes Servilis, zwischen freien und knechtlichen Künsten, ihren Ursprung. Neue Einwendung. Aber ist nicht diese Unterscheidung in der Tat nur noch für den Historiker von Interesse? Darauf wäre zu erwidern, das eine Glied der Unterscheidung komme doch auch heute noch jedermann immer wieder einmal zu Gesicht. Wenn nämlich von den knechtlichen Dann eben nicht die zur Rede Eroberung ist, des die zu der heiligen Muße eines Feiertages, also nicht die passen. Abschaffung des Todes freilich, wenn denkt noch daran, dass diese Wortprägung einem doppelgliedrigen Zusammenhang eingehörig ist, dass man in ihr ein Gefügeglied vor sich hat, welches für sich allein gar nicht verständlich ist. Man kann, was eigentlich knechtliche Arbeit sei, gar nicht präzise bestimmen, es sei denn durch die Entgegensetzung zu den freien Künsten. Was aber soll das heißen, freie Künste? Hiervon wird noch zu reden sein. Man könnte, wie gesagt, solches anführen, um zu zeigen, dass Aristoteles nicht bloß Aristoteles ist. Immerhin aus solchen historischen Hinweisen lässt sich keine Verpflichtung ableiten, gewiss nicht. Worauf es zunächst abgesehen war, ist auch nur dieses, dass man deutlich bemerke, wie sehr unsere Wertung von Arbeit und Muße sich unterscheidet von der Wertung, die dem antiken und auch dem mittelalterlichen Menschen selbstverständlich gewesen ist. So sehr sie sich unterscheidet, dass wir eben gar nicht mehr unmittelbar begreifen, was die Alten gemeint haben, wenn sie sagen, wir arbeiten um der Muße willen. Dieser Unterschied, diese Tatsache des nicht mehr vorhandenen unmittelbaren Zugangs zum ursprünglichen Begriff der Muße, wird uns noch nachdrücklicher ins Bewusstsein treten, wenn wir dessen inne werden, wie sehr der Gegenbegriff, der Begriff und das Richtbild der Arbeit fast den gesamten Bereich des menschlichen Wirkens, ja des menschlichen Daseins selbst erobert hat und besetzt hält, und wie sehr wir selber geneigt sind, dem Anspruch Recht zu geben, der von der Gestalt des Arbeiters ausgeht. Vom Arbeiter wird hier und im Folgenden nicht gesprochen, wie von einer Berufsbezeichnung im Sinne der sozialen Statistiken. Es ist nicht eine bestimmte soziale Schicht, nicht das Proletariat gemeint, wiewohl die Gleichnamigkeit nicht zufällig ist. Sondern die Rede vom Arbeiter hat anthropologischen Sinn. Sie meint ein allgemein menschliches Richtbild. In solcher Meinung hat Ernst Niekisch vom Arbeiter gesprochen als von einer imperialen Figur. Und Ernst Jünger hat unter diesem gleichen Namen Arbeiter das gestalthafte Bild entworfen, das schon begonnen habe, den kommenden Menschen zu prägen. Es ist wahrhaftig eine gewandelte Meinung vom Wesen des Menschen überhaupt und eine gewandelte Deutung des menschlichen Daseins überhaupt, die sich kundtun in dem neuen Anspruch des Begriffs der Arbeit und des Arbeiters. Mag auch im Übrigen, wie nicht anders zu erwarten, der geschichtliche Weg dieser sich wandelnden Wertungen schwer zu überblicken sein und kaum im Einzelnen aufhellbar. Es ist daher, wofern etwas ins Gewicht Fallendes gesagt werden soll, vonnöten, dass man es nicht bei historischen Aufweisen bewenden lasse, dass man vielmehr hinabdringe in den Wurzelgrund einer philosophisch-theologischen Lehre vom Menschen.